Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Alpha Saphir. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Arena-Orden bekommen, deswegen ist jetzt hier links neben mir ein Arena-Orden. Richtig cool. Ich habe nochmal die Schulbank gedrückt und habe von dem hier eine Finkklaue bekommen, weil er ein netter Typ ist, damit mir sowas wie in der letzten Folge nicht nochmal passiert. Mir darf nicht noch ein Tidus sterben. Also klar, ein Tidus wird mir sowieso nicht mehr sterben, weil ich kein Tidus mehr habe. Soweit, so gut. Aber es soll trotzdem nicht mehr passieren. Das heißt, ich habe mir ein paar Sachen angeguckt, welche Typen gut sind gegen andere Typen etc., damit ich ein bisschen besser vorbereitet bin. So, und ich möchte mir heute nochmal die Stadt ein bisschen genauer angucken, weil wir haben ja ganz viele von den Leuten in den Kitteln, auch Doktoren oder so genannt, vielleicht sind das auch Wissenschaftler. Deswegen hören wir uns jetzt hier nochmal ein bisschen um. Hier wohnen die Angestellten der Devon-Korporation. Mein Vater hat eine hohe Stellung bei Devon. Er ist sozusagen ein Ass-Angestellter und deswegen bin ich natürlich ein Ass-Trainer. Hier, ich schenk dir das. Ein Leichtstein? Wenn du das einem Pokémon gibst, dann halbiert sich sein Gewicht. Sehr gut für weibliche Pokémon. Ach, Jungchen, vor langer, langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Doch heute nicht mehr. Heute leben sogar kleine Kinder hier drin. Mein Papa arbeitet für die Korporation. Den hier hat mein Papa gemacht. Ich kann damit aber nichts anfangen, deswegen schenke ich es dir. Ja, ein Premierball. Danke. Den kriegt man zwar mal hinterhergeschmissen, wenn man 10 Pokébälle kauft, aber danke trotzdem. Und der hier war eben noch nicht da. Was? Das ist richtig gruselig, dass der plötzlich hier ist. Oh, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit habe ich plötzlich stark zugenommen. LOL! Das ist der Typ, der mir eben das Ding da gegeben hat. Dass das Gewicht halbiert. Das ist ja richtig funny. Guck, allein dafür hat sich das schon gelohnt, hier einmal nachzugucken in der Stadt. Genau, und hier hinten ist nämlich noch die Devon Corporation. Kriegt sogar eine richtig coole Kameraeinstellung. Wir schauen jetzt einfach mal nach, was da so Tolles drin ist. Die scheint sich auf jeden Fall auf diese Fossilien hier fokussiert zu haben. Wenn ich das so sehe, hinten sehen wir Kabuto und Ammonitas ist das, glaube ich. Und sehr cool. Hallo, sind Sie der Chef? Wahrscheinlich nicht. Oh nein, der gestohlene Koffer mit den Devon-Wachen ist natürlich wichtig, aber mit dem Inhalt kann keiner was anfangen. Denn über die Energie weiß nur nichts. Ich habe nichts gesagt. Aha, irgendeine Energie. Hoch können wir anscheinend nicht. Sorry, Kleiner, aber nur autorisierte Personen haben hier Zutritt. Dann hole ich euch mal euren Koffer wieder und dann bin ich hoffentlich eine autorisierte Person. Das Level Cap hat sich übrigens geändert auf 16. Hallihallöchen, kleine Dame. Ich zeig dir nur zu gern, wie stark mein geliebtes Pokémon ist. Zur letzten Folge stand er ja noch 15. Das stimmte nicht. Das war aus Smaragd. Und stellt sich raus, Smaragd und Alpha Saphir sind nicht dieselben Spiele. Weil in Smaragd hat die erste Arena-Leiterin, glaube ich, 3 Pokémon und halt das stärkste war 15. Aber in diesem Spiel ist das nicht so. Da war das nur Level 14 und die Seite nur 2. Jetzt habe ich es wieder richtig eingestellt. Das heißt, beim nächsten Arena-Leiter ist Level 16 höchste Level-Cap. Hier können wir auf jeden Fall mit Schleimsturm agieren, auch wenn der Level 10 ist. Aber Scorf schafft das schon. Scorf ist cool. Der schafft das. Ja, heißt, wir dürfen nicht allzu viel trainieren. YOLO King und Taub, sie sind ja, glaube ich, Level 14 und Level 15. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir in dieser Folge ein weiteres Pokémon holen, das wir eventuell trainieren können. Ich möchte hier ehrlich gesagt nicht kämpfen, wenn es möglich ist. Mist. Oh, ein Rattan wäre auch richtig cool. Ja, bedeutet, ich werde jetzt auf jeden Fall vermehrt mit Scorf kämpfen, in der Hoffnung, dass er nicht allzu krass wird. Wenn er ein zu hohes Level hat, dann müssen wir vielleicht ab und zu mal flüchten bei diesen Random Encountern. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einige Trainer gibt, denen man nicht ausweichen kann. Oh, wenn der Metallflurtunnel noch nicht fertig ist, muss man den Berg eben überqueren, statt ihn zu durchqueren. Ghostwriter Mike hat ein Magnetilo dabei. Müsste ja Stahl sein, ne? Dann müsste Flammsturm den ja easy peasy vernichten können. Oh, damn, aber der macht richtig viel Damage. Oh nö, Score, mach schnell deinen Flammenwurf hier. Flammsturm mache ich natürlich. Rip. Nein, wieso überleben die mal? Ach, wegen Robustheit. Ja, danke. Danke für gar nichts. Diebeskuss. Yum, yum, yum. Oh ja, deine Lebensenergie schmeckt so gut. Und wieder volle Leben. Nice. Stalunio ist, glaube ich, auch von Metall, ne? Oder Eisen oder was auch immer das heißt. Ist der? Ich weiß es gar nicht. Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht ist der auch einfach Gestein oder Boden oder sonst irgendwas. Aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass der einfach Stahl ist. Ist er anscheinend nicht. Oh ey, ich muss doch den ganzen Tag rübsen. Ich weiß auch nicht warum. Leute, stimmt was mit meinem Magen nicht, wenn ich den ganzen Tag rübsen muss? Sag doch mal, Leute, sag doch mal. Das setzt sich immer schon frei durch so einen Flammensturm. So viel muss ich rübsen heute. Hey, jetzt war es doch sehr effektiv. Bin ich dumm? Habe ich es da vorne einfach nur nicht mitbekommen? Egal. Score Level 11. Vielleicht lernt er ja was. Alles nur plus 1, das ist schlecht. Heuler! Ja, richtig geil. Heuler mag ich richtig gern. Nein, du behältst das, was du hast. Achso, was auch richtig dumm ist, wo ich hier gerade den Busch sehe. Wir haben ja in der letzten Folge Zerschneider bekommen, aber ich kann Zerschneider nicht mehr einsetzen, weil Tidus das einzige Pokémon war, das Zerschneider konnte. Auch richtig dumm. Hallo, alter Mann, wieso gucken Sie in das Loch rein?
Erinnert sie das an irgendwas an ihre Teenagerjahre? I don't know. Oh, was mache ich denn hier nur? Ich hab nur einen Spaziergang mit meinem Pecko gemacht und dann kam hier so ein Schurke vorbei. Er hat mir mein Pecko geklaut. Pecko, mein lieber Pecko. Ich kann das wagen. Ich hole ihn, ihr Pecko, zurück. Hier dürfen wir auch ein neues Pokémon fangen tatsächlich, ne? Nice, wir sind aber mal ganz cool und packen YOLO nach vorne. Und fangen uns hier ein neues Pokémon. Let's go! Vielleicht ist hier ja mein neues Pokémon drin. Boah, was war das denn für ein krasser Sound? Ein Zurbinit. Wenn ich mir hier so die Wände angucke, dann könnte man meinen, dass da irgendwie Wespen rauskommen, oder? Wie so ein Wespenstock, das ist ja richtig gruselig. Ja, was? Du willst gegen uns antreten? Dann mach dich besser auf eine Abreibung gefasst. Und ich habe dazu gelernt, Fluffeluff ist nämlich schlecht gegen Unlicht. Also Unlicht macht nur halben Schaden, deswegen setzen wir Kreuzdonner ein. Let's fucking go. Möge der Zeus auf dich herabregnen und dich töten. Oh, okay. War ein Volltreffer. Ja, okay, alles klar. Das habe ich mir spektakulärer vorgestellt. Wenn alle von Team Aqua so sind, dann GG. Ach Mann, ey, das ist doch einfach nicht fair. Der Boss meinte doch, der Job sei ein Kinderspiel. Und dann lässt er seine Devon-Waren fallen, die er geklaut hat. Genau, verschwinde, du Bastard. Hallo, Pecko. Willst du mein neues Pokémon sein? Hey, nein, nimm du mir nicht auch noch mein Pecko weg. Ich flehe dich an. Komm, Pecko, wir verschwinden schnell von hier. Ey, das ist mein Pecko. Ich brauche doch ein Pokémon auf dieser Route. Verdammt. Na gut, vielleicht finden wir aber trotzdem noch eins. Das wäre eigentlich ganz... Nein, wir kommen hier nicht weiter. Ah, alles klar, dann zurück in die Stadt. Oh, hast du etwa die Devon-Waren? Geil, du hast es geschafft, du bist der Allerbeste. Dafür schenke ich dir einen Superball. Kommst du bitte kurz mit? Ich möchte dir meinen flauschigen Hasen zeigen. Ja, flauschiger Hase! Da bin ich voll dabei. Flauschiger Hase, let's go! So, da wären wir nun also im Büro des Präsidenten. Ich habe schon immer davon geträumt, das hier mal zu machen. Warte kurz, ja? Ich ziehe mir nur kurz was anderes an. Ach, Dizzy, du dummer, dummer Junge. Du bist auf den alten Kerl reingefallen, der dir sein Kaninchen zeigen wollte. Wir sind die Devon Corporation und ich bin die Präsident. Wir holen dumme Kinder von der Straße, um ihnen zu sagen, dass man nicht mit alten Leuten mitgehen soll. Damit ich deinen Freunden nicht davon erzähle, wie dumm du bist, musst du diesen Brief hier an einen Mann namens Troy in Fausthaufshafen bringen. Und dafür musst du übers Meer. Sprich einfach mal mit Mr. Brack an der Route 104. Der kann dir bestimmt helfen. Ach man, jeder in dieser Welt nennt mich immer dumm. Dabei bin ich gar nicht so dumm. Ich hatte voll Bock auf dieses komische Kaninchen. So, Route 104 also. Dann wird er garantiert in diesem Haus hier drinnen leben. Guck, da ist er mit seinem Pecko. Ich halte dein Pecko auf. Jetzt kannst du ihn streicheln. Hallo? Ich bin da. Oh, du bist doch der Dizzy. Wegen dir rennt mein Pecko jetzt immer vor mir weg. Ich weiß auch nicht, warum. Was sagst du da? Du brauchst mein Schiff? Hm, vielleicht mag mich Pecko wieder, wenn du abhaust. Na gut, du sollst mein Schiff bekommen. Eine Schifffahrt, die ist witzig. Eine Schifffahrt, die ist schön. Trallari, trallaro, trallara. Okay, das ist cool mit diesen ganzen kleinen Animationen. Das hat noch einen richtig geilen Stil, finde ich. Das hätten sie bei Pokémon Schwert und Schild auch einbauen sollen, vielmehr. Weil da war es wirklich nur ein Abgeklapper von den einzelnen Arenen, fand ich. So, da werden wir also in Fausthaus Heaven. Ja, ja, schwieriger Name. Na, dann tu ruhig, was du nicht lassen kannst. Wir sehen uns hoffentlich nie wieder. Alles klar, viel Spaß mit deinem Pecko. Danke fürs Herbringen. Cool, wo sind wir? Wir sind in Fausthaus Heaven. Haven. Eine kleine Insel im blauen Meer. Na, aloha, willkommen in Fausthaus Heaven. Hi, Feste zu trinken sind gerade voll im Trend. Deine Freunde fahren sich ja auch total drauf ab, oder? Tränke? Nee, Tränke sind die nicht so geil. Was ist denn dann hip? Momentan ist richtig hip rosa Schale. Dude, rosa Schale sind der Hammer. Also eigentlich rote Schale, siehst du ja hier an mir, aber rosa ist auch ganz okay. Rosa Schals? Was soll denn daran hip sein? Na, die Tänze und alles, was dazugehört. Was, Tänze mit der Schrittfolge rosa Schals? Ach klar, davon habe ich natürlich schon gehört. Rosa Schals, ne? Ja, ja, kenne ich doch. Voll angesagt und so. Man müsste ja praktisch hinter dem Mond leben, um noch nie davon gehört zu haben. Oh mein Gott, was ein Trendopfer. Zurzeit sind Tänze mit der Schrittfolge Rosa Schals ganz besonders angesagt. Ich könnte mein Leben ohne sie gar nicht vorstellen. Oh nein, jetzt haben die das wirklich alle aufgegriffen, oder was? Aber klar, ich bin natürlich auch Trendsetter Nummer 1. Oh ja, ich stelle gerade Nachforschungen zu Tänzen mit der Schrittfolge Rosa Schals an. Ob es stimmt, dass zwischen ihnen und der Leichtfüßigkeit einer Heldin irgendein Zusammenhang besteht? Ja, sicher.
Nice, ich bin einen Schritt weiter in meinen Bemühungen, hip und aufregend zu sein. Ich sammle alles, was mit Tänzen mit der Schrittfolge Rosa Schal zu tun hat. Egal ob Puppen, Klamotten oder Bilderbücher. Ich sammle sie alle. Okay, das finde ich auch schon wieder witzig. Doch, doch, das lohnt, mit den Leuten zu reden. So, hier, oh, guck mal, hier ist schon die zweite Arena. Der Camillo. Okay, also wir könnten anscheinend tatsächlich schon gegen den antreten. Wir kämpfen mal noch nicht gegen den, weil ich habe gerade schon gesehen, hier oben gibt es eine neue Route. Route 106, Leute. Guck mal, da sind sogar welche im Wasser. Und ich sehe hier diese ganzen Angler und denke mir, ich muss doch jetzt mal irgendwann eine Angel bekommen, oder nicht? Vielleicht kriegen wir eine, wenn wir die ganzen Angler hier besiegen. Oh, wie süß, ein Bambi. Seso-Kids, kenne ich auch nicht. Oh, ich wurde auch gefragt, warum ich diese ganzen Pokémon nicht kenne. Das liegt ganz einfach daran, dass ich eigentlich... Was ist jetzt passiert? Finklau. Ach so, deswegen sind wir als erster dran. Nice. Dass ich die gelbe Edition natürlich gespielt hatte. Dann die nächste Edition, die ich gespielt hatte, war tatsächlich Diamond and Pearl, wo jetzt auch das Remake rauskommt. Heißt, alles dazwischen habe ich erstmal nicht mitbekommen. Und danach habe ich dann Y gespielt, wo ich dann aber in der ersten großen Stadt mich verlaufen habe und nie mehr rauskam. Und dann habe ich halt noch jetzt Schwert und Schild gespielt. Und deswegen, alles was dazwischen ist, ich habe richtig viele Pokémon-Spiele ausgelassen, kenne ich einfach nicht. Unter anderem das Seso-Kids, das jetzt aber auch schon tot ist. So wie seine Mutter stirbt auch das kleine Bambi-Kids. Ja, aber das sind so meine Pokémon-Erfahrungen. Da ist schon der nächste Typ. Hallöchen. Oh, der sieht cool aus. Hier, Wellington. Ein Toxipet. What? Ich glaube, das Score aber auch schon ganz gut. Obwohl, Score ist natürlich... 2 Level darunter, ne? Aber wir greifen höchstwahrscheinlich als erstes an und Flammenwurf oder Flammensturm. Oh, wir greifen nicht als erstes an. Excuse me more. Flammensturm sollte aber sehr effektiv sein, weil das ja nur ein Käfer ist, oder nicht? Gegen Käfer und Pflanze ist das sehr, ja, ist das sehr effektiv. Temposchub. Hier ist eine Initiative, steigt immer weiter, wenn er angegriffen wird, oder was? Auch von mir. Ach so, stimmt. Score habe ich auch gelernt. Der hat die Fähigkeit, dass er die Fähigkeit von dem Gegner kopiert. Deswegen kriegen wir dieselben Fähigkeiten. Gegen Käfer ist aber ja erstmal Fly ganz gut, ne? Windstoß! Ja. Guck, ich habe dazugelernt, Leute. Mit eurer Hilfe lerne ich halt doch dazu. Fände ich jetzt aber schon halt ganz geil, wenn man hier auch nochmal ein wildes Pokémon irgendwie bekommen könnte. Und höchstwahrscheinlich ist das doch sogar so, dass das Wasser dann auch Route 106 ist, oder? Oder hat das eine eigene Route? Ja, nochmal interessant. Wir haben leider kein Surfer und auch keine Angel. Fluffeluff. Fluffeluff kann sich einfach verwandeln? Ist das jetzt ein Ditto oder was? Was geht ab? Hat er jetzt auch dieselben Attacken wie ich? Das wäre ein bisschen assig. Aber ich will es doch gar nicht rausbekommen. Der soll jetzt einfach... Ja, er kriegt dieselben Attacken und dieselben Stati wie ich oder was? Das ist ja richtig assig. Lol, sag ich einfach mal dazu. Ich sag einfach mal lol dazu. Das ist ja richtig wack. What? 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 Boah, boah, boah. Wieder viel zu knapp. 6 Leben. Geronimatz kommt als nächstes. Wir wechseln auf jeden Fall. Ich habe gar keinen Bock, dass ich nur noch 2 Pokémon habe. Wäre das am Anfang nicht so kacke gelaufen, dann hätte ich jetzt eigentlich schon 6 Pokémon. Aber nope. Ich gammel hier mit 3 Pokémon rum. Okay, das wird ja wohl auf jeden Fall einfach ein Flug-Pokémon sein, das hoffentlich gegen Donner gar keine Schnitte hat. Awesome. Okay, hier wäre noch eine Höhle. Wenn wir dann zumindest was in der Höhle fangen könnten, das... Ja komm, in der Granithöhle finden wir wohl auf jeden Fall irgendwas. Let's go, Granithöhle, gib mir einen Random Encounter und mein neuer Freund im Team ist... Ah, Skoppel. Yay. Einfach ein fucking Skoppel. Okay, ich reg mich nicht auf, wenn Skoppel Zerschneider lernen könnte, das wäre richtig toll. Ich will den nicht umbringen, wir werden ihn aber garantiert nicht fangen können, wenn wir einfach einen Pokéball werfen. So oder so, wir können ihn ja erstmal paralysieren. Dann ist die nächste Sache, Skoppel ist natürlich die erste Entwicklung. Erste Entwicklungen haben, glaube ich, eine relativ okaye Fangrate. Weiterentwicklungen sind aber schon mega kacke. Wir könnten natürlich auch einen Superball einfach einsetzen. Komm, wir tryen einfach mal einen Superball, ohne den irgendwie Schaden zu machen. Ich meine, der ist paralysiert und ein Superball ist ja wohl, schon heftig, oder? Come on. Ja. Das. Entress. Ja, come on. Okay, wir haben 4 Pokémon. Es ist sogar schon Level 9. Das ist jetzt sehr, sehr gut. Dann müssen wir den nicht so super viel trainieren. Und wir hätten eventuell wieder was zum Opfern, so wie Tidus. Auch wenn das vielleicht ein bisschen assig ist. Skoppel, weiblich, Typ normal. Es besitzt schaufelähnliche Ohren, die durch ständiges Graben so kräftig werden, dass sie auch dicke Wurzeln durchtrennen können. Krieg ich ja doch noch mein Kaninchen heute.
wenn mir das der alte Mann schon nicht gegeben hat. Und ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich das an den Daniel Bischoff. Ich hoffe, du bist zufrieden, wenn du ein Skoppel bist. Ich glaube, die Nachentwicklung von Skoppel ist auch gar nicht so scheiße. So, wir gehen hier aber sofort wieder raus. Wir haben unser Pokémon, wir haben leider immer noch keine Angel, wir können auch leider immer noch nicht surfen. Heißt, wir kriegen hier leider in der Route 106 keine neuen Sachen. Guck mal, hier könnten wir auch angeln in Fausthofhafen. Dann könnten wir uns hier zwei Pokémon holen, das wäre so krass, ey. Aber zunächst, wir gucken natürlich, was der Bischof auch noch Cooles kann. So, er hat auf jeden Fall Backentaschen. Heilt beim Konsum von Bären-KP. Okay, das ist schon mal sehr doof, bringt uns gar nichts. Ansonsten hat auch er eine Vielzahl an Attacken. Eine Eisattacke, mega cool. Grasflöte, versetzt das Ziel durch eine schöne Melodie in Tiefschlaf. Oh, mega krass, wir könnten Leute einschläfern. Delegator ist auch okay. Oh, ich vermute fast, dass unser Skoppel ein guter Tank werden könnte, oder? Und vom Wesen her ist er froh. Das heißt, Initiative steigt, aber Special-Angriff sinkt. Ich glaube, das ist dasselbe, was auch Yolo-King hatte, ne? Oh, warte. Und dann probieren wir einfach mal, den ersten Arena-Kämpfer hier zu besiegen. Die sollten ja noch nicht so allzu krass sein, oder? Unterschätze mich bloß nicht, sonst brauchst du dich nachher nicht wundern, wenn du heulst wie ein Baby. Nein, nicht das Baby. Das hat mir schon gelangt bei Tigidus. Ich will nicht nochmal so doll weinen wie bei Tigidus. Die Christine hat einen Tannhell. Ist ein Pflanzen-Pokémon, oder... Nein, das ist ein Tannhell? Hä, hey, ich hätte sowas von gedacht, dass es ein Pflanzen-Pokémon ist. Aber Tannhell wird ja dann wohl eher Stahl? Stahl sein? Eventuell Psycho? Heißt, der Bischof bringt uns gar nicht mal so viel. Wir könnten versuchen, ihn einzuschläfern mit der Grasflöte. Oder den Delegator einsetzen. Ist die Frage, ob wir als erstes dran sind oder nicht. Aber selbst wenn... Ich glaube, das ist mir zu riskant, dass das Tannhell eine größere Initiative hat. Vor allem ist es 4 Level über uns. Ja, wir wechseln auf jeden Fall aus. So, was ist die Frage? Stahl ist, glaube ich, gut gegen Psycho. Das heißt, wir können Scorn nicht einwechseln. Yolo ist natürlich eine sichere Bank. Und Fly auch. Bei Fly müssen wir aufpassen, dass er nicht über Level 16 wird, weil wir ihn vielleicht als Joker brauchen. Aber ich wäre, glaube ich, trotzdem für Fly. Falls er irgendwelche Bodenattacken oder sowas drauf hat, dann wäre Fly auf jeden Fall gut. Weil Fly natürlich auch eine Bodenattacke drauf hat. Und ich glaube, Boden... ist gut gegen Stahl. Oh, ganz viel Damage. Wie viel Damage hat er gemacht? 18. Oh, mit ganz viel Glück können wir einmal angreifen. Komm, Dampfwalzer, hoffentlich sind wir jetzt... Ja, wir sind als erstes dran. Müsste sehr effektiv sein. Oh, fuck, das macht gar kein Damage. Es ist sehr effektiv, aber es macht gar kein Damage. Er setzt nochmal Eisenschädel rein. Bitte kein Volltreffer. Warum sind das alle so krasse Pokémon? Wir sind 2 Level über dem. Okay, wir müssen auf jeden Fall heilen. Aber ich glaube, Fly ist auf jeden Fall die richtige Wahl. So ein Supertrank für 50, ja, dann hat Fly auf jeden Fall wieder volle Leben. Dann können wir auch auf jeden Fall nochmal angreifen, egal wie oft er seinen Eisenschädel einsetzt, solange das kein Volltreffer ist. Ey Mann, macht er jetzt die ganze Zeit denselben Scheiß? Aber das war... Boah. Das hat diesmal sogar noch mehr Damage gemacht. Hat er irgendeine Attacke, dass er... Ja, scheiße, ey. Dass er da krasser ist? Okay, ich mach das genauso wie bei Felicia. Ich heile die ganze Zeit. Das war gar nicht gegen Felicia, das war gegen dieses Schneckmack, wo wir fast Score verloren hatten. Ich muss mich die ganze Zeit gegenheilen und hoffen, dass er irgendwann was anderes macht. Er macht einfach immer wieder Eisenschädel. Wie viel AP wird Eisenschädel haben? Diesmal hat er nur 16 Damage gemacht. Ja, und ab und zu müssen wir dann einfach angreifen. Vielleicht machen wir einen Volltreffer, das wäre doch nice. Ah, gar nicht so schlecht. Hat... Also es fühlt sich so an, als wenn es mehr Damage gemacht hätte als zuvor. Ah, Mann ey, der macht so viel Damage. Wir sind aber als erstes dran, nicht wahr? Das heißt, wir müssen uns nicht heilen. Wenn wir jetzt als erster dran sind und auch angreifen... Okay. Dann haben wir es. Oh mein Gott, ey. Obwohl das sehr effektiv ist, mussten wir 3-mal angreifen. 3-mal. Und uns zwischendrin heilen. Das war richtig dumm, dass der Bischof an erster Stelle war. Ja, verloren. Ja, wer ist jetzt das Baby? Du bist das Baby. Aber ich hätte auch fast geheult. Ach du Scheiße. Okay, ich glaube, ich muss auf jeden Fall noch trainieren. Also der Bischof müssen wir auf jeden Fall auf Level, mindestens Level 12 bringen. Ja, vielleicht können wir nicht viel trainieren. Aber Yolo sollte auf jeden Fall Level 15 werden. Gut, also in der nächsten Folge wird der Bischof Level 12 sein, Score auf Level 14 und dann gehen wir weiter in der Arena. Dann machen wir beim nächsten Mal die Arena zu Ende. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.